Ihr möchtet gewürgt werden. So seht ihr zumindest aus. Oh, nice. Schüppelwürgegriff. Bababam. Schön saftig, Alter. 4-in-1 Würgegriff. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Battlefront 2. Ihr seht es schon, es steht wieder galaktischer Angriff auf dem Plan. Und wir haben hier die beste Situation, die man sich überhaupt wünschen kann, meiner Meinung nach, in galaktischer Angriff. Und zwar auf der dunklen Seite als Angreifer und dann noch Naboo. Finde ich ja mit die beste, wenn nicht sogar die beste Map in galaktischer Angriff. Und ja, die Gegner sind ein paar hochgelevelte dabei, das hätte ich besser vorher nachgucken sollen. Aber das habe ich irgendwie überlebt, das ist gut. Aber auf unserer Seite sind da noch relativ viele Anfänger dabei. Von daher sollte es mir vielleicht ganz gut oder relativ einfach fallen, hier den Helden zu bekommen. Ist dann nur die Frage, wen ich denn dann nehmen würde. Ich finde, Lichtschwertheld ist eigentlich ein Muss. Obwohl man sich natürlich jetzt auch erlauben könnte, Helden wie Bossk oder so zu nehmen. Weil man vielleicht nicht unbedingt Angst haben müsste, da von einem Anakin weggemacht zu werden. Also Kylo Ren werde ich nicht nehmen, keine Sorge. Da habe ich die Kills geschafft, die ich schaffen wollte. Da verschone ich euch dieses Mal. Aber es ist richtig angenehm. Man muss einfach nicht schwitzen, um den Held zu bekommen. Und das ist einfach richtig angenehm. Da wünscht man sich einfach so eine Warteliste. Da wäre es scheißegal, ob ich als Fünfter oder als Erster den Held bekomme. Ich bekomme dann irgendwann mal garantiert in einem Match den Helden. Was halt eben... ja, so derzeit ja nicht der Fall ist. Hier muss man sich einfach am Anfang sehr, sehr anstellen. Kleiner Vanguard-Streak vielleicht. Ne, der ist schon tot. Ich habe fast die 4000 Points. Ich bin zwar nicht Erster, aber immer noch in guter Reichweite, den Helden zu bekommen. Oh, der sniped mich da hoffentlich nicht weg. Der ist da schon weg. Da mache ich den schnell weg. 4000 Points sind jetzt gleich da. Müsste mich eigentlich nur noch einer killen, ne? Vor allem, ich glaube, die ganzen neuen Spieler, die wollen ja auch erstmal die verschiedenen Verstärkungseinheiten und so auch die verschiedenen Sternkarten der normalen Truppler ausprobieren, sodass halt eben selbst wenn sie die Kills haben, dann nicht unbedingt als Held reingehen. Okay, jetzt sollte ich mich vielleicht doch ein bisschen beeilen. Jawohl, 4000 Points sind da und wir nehmen Darth Vader. Ja komm, ich nehme einfach mal Darth Vader. Habe ich lange nicht mehr mit ihm gespielt. Das könnte, glaube ich, recht interessant werden. Der Preis des Aufstandes. Ah, Anakin ist auch jetzt schon da. Ja, wow. Kurz gucken. Level 66, der weiß, was er macht. Habe ich eigentlich jetzt keinen Bock drauf. Bin ich ehrlich, ey. Anakin, das möchte ich nicht. Danke, geh weg. Also... ah, nee, warte, jetzt fällt mir gerade ein. Stimmt, das letzte Mal, als ich hier auf Naboo gespielt habe, als Darth Vader, bin ich ja direkt draufgegangen. Stimmt, 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 stimmt. Das heißt, ich sollte jetzt vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich bin zwar Darth Vader und es sind auch viele neue dabei, aber man sollte es ja nicht übertreiben. Oh, wow, erste Phase ist schon halb vorbei. Und ich glaube, ich habe gerade mal 2 Kills oder so. Aber gut. Ich würde mir trotzdem mal so als Ziel eine 50 setzen. Da bin ich mal optimistisch. Anakin, geh doch mal auf die andere Seite. Ich will doch gar nichts von dir. Komm, ich bin nett und geh mal weg. Oh, da ist viel los. Müsste ich aber erstmal da hinkommen, ne? Gut, dass der mich nicht so gut getroffen hat. Und der ist schon tot. Yo, lass mir da auf was. Hallo, 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 hallo. Ich möchte aufpacken. Danke. So, da hat mir gerade irgendjemand in den Rücken geschossen. Du, ne? Lass doch die Scheiße mal sein. Hallo. Jetzt fängt das wieder an. Ich bin dann zu sicher, dass ich den einen Typen wegmachen kann. Und dann, schwupps, nur noch halbes Leben. Geil. Aber ich muss halt eben aggressiv spielen. Weil ich will die Kills bekommen, ne? 7 erst, geil. Oh, nice. Triple Würgegriff. Bababam. Oh, nur einen Kill habe ich dafür bekommen.
unfair. Boah, die erste Phase geht irgendwie mega schnell vorbei. Das war doch früher nicht so. Früher hat die gefühlt immer richtig lang gedauert. Oben fliegt auch hier ein Kanonenboot rum. Deswegen habe ich sicherheitshalber schon mal mein Lichtschwert ausgemacht. Und dann würde ich eigentlich die Seite nochmal gerne wechseln. Nachdem ich den hier getötet habe. Ja. Komm. Jetzt oder nie. Oh, schön saftig, Alter. 4 in einem Würgegriff. So muss das sein. So, Zusatzleben geben. Die haben gar keinen Plan, die Typen. Oh, nice. Hier, Vader und Kylo Ren, das ultimative Tech-Team, nur Legend Ice fehlt. Oh, Alter, wusste ich gar nicht mehr, dass Vader so eine krasse Reflexion hat. Jetzt haben die wieder die Seite gewechselt, ne? Aber gut, ich habe schon mal ein bisschen Leben zurückbekommen. 20 Kills sind schon mal da. So, dann gebe ich mir was Leben. Und wirkt die paar Leute nochmal weg. Ihr könnt nicht starten. Komm, kill dich selbst. Ah, nur ein Assist, gut. Ah, warte, gehe ich hier mal ganz kurz vorbei. Hallöchen. Oh. Blöde Position. Ich gehe rüber. Da ist zwar, glaube ich, immer noch der Anakin-Typ. Auf den habe ich gar keinen Bock, Mann. Jo, was geht, Anakin? Oh, von hinten kommt Kylo Ren. Nein, Kylo, warum machst du nichts? Alter, da ist jetzt aber zweimal das Lichtschwert durch den durchgeflogen, hat keinen Schaden gemacht. Ja, den habe ich aber dann noch getroffen hinter der Ecke oder was. Aber Lichtschwert geht durch Anakin einmal komplett durch. Snipe. Schade. Und ist er tot. Nice. 26 Kills in der ersten Phase. Ja, bin ich mit zufrieden. Hätte besser laufen können, aber was soll's. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Volles Leben habe ich auch fast. Ja, und hier auf die Phase bin ich jetzt richtig gespannt. Mal gucken, wie viele Leute ich auf einmal würgen kann. Hier ist keiner. Da sind welche. Und wir gehen immer ganz kurz zurück. Kurz Ausdauer zurückbekommen. Nein, überbrückt das doch noch nicht. Ich will doch hier die zweite Phase ausnutzen, sonst geht das doch gleich viel zu schnell. Ich will doch meine 50 Kills noch machen. Zurück, alle würgen. So, 32. Oh, ihr möchtet gewürgt werden. So seht ihr zumindest aus. Und hinter mir ist irgendein Held. Oh, Anakin ist das sogar. Aber gar kein Problem für mich, weil das ist nicht der gute Anakin. So. Oh, mal gucken, wer ist hier stecken geblieben. Keiner auf der anderen Seite. Hier ist in der Mitte keiner. Und hier kill ich den letzten. 37, okay. Volles Leben. 50 Kills sollten drin sein. Bin ich aber ehrlich. Da hätte ich mir mehr erwartet. So, weil mit Kylo Ren, wo es noch relativ verschwitzt war, keine oder kaum neue Spieler gab. Das war ja noch vor den Epic Games Zeiten. 81 geschafft. Und damit den neuen Spielern hier vielleicht gerade mal 50, wenn ich Glück habe.
Tschüss. Alter, das ist immer so geil, wenn man mehrere Leute mit dem Würgegriff abbekommt und dann die mit einem Schlag alle zusammen finisht. Und die meisten wissen ja auch nicht, wie man sich rausrollt. Deswegen kann ich auch einfach dann easy mit dem Lichtschwert killen. Oh, oh, jetzt merke ich schon wieder, dass ich zu überheblich werde. Einfach nur draufschlage. Jawohl, nice. 49, ein Assist. Ein Kill fehlt noch. Wer möchte von mir einmal gratis gekillt werden? Nein! Ich glaube, man kann hier rein, ne? Kann man? Ja, kann man. Kann ich auch wieder raus? Ja, was? Das ist so dumm, dass die Türen hier in den Teil gemacht haben. Das ist doch so dumm, dass ich hier rein kann und gleichzeitig wieder raus, weil die Türen sich nur aus einer Richtung öffnen und nicht für eine bestimmte Fraktion. Wie es beim guten alten Battlefield 1 der Fall war. Easy, easy, easy. Halt, stopp. Ich möchte nicht jetzt noch sterben. Nein, danke, Ray. Kannst bitte wieder gehen. Alter, hier wird übel zerstört. Da schlage ich auch mal kurz drauf, ne? Mach ich mal eben mit. Wenn jeder einmal drauf schlagen darf. Oh, warte. Die haben das zurückerobert. Gut, dass mir das gerade noch aufgefallen ist. Das heißt, ich gehe kurz zurück. Lass mich aufheilen. Und dann starten wir alle nochmal zusammen hier einen kleinen Versuch. Mal ganz kurz schauen. Ah, Luke ist tot. Okay, sonst hätte ich mir da das Leben absnacken können. So, und wenn die Fähigkeiten ready sind... Oh, Anakin? Können wir Anakin töten? Na, der ist schon tot. Ah, komm mal! Das waren alles meine Kills. Mann! 59 Kills, schade. Naja, was soll's. Bin ich zufrieden mit 59. Ich darf da auch, glaube ich, gar keine hohe Ansprüche setzen. Jetzt hoffe ich nur, dass wir das Ganze hier noch irgendwie gewinnen, ne? Weil irgendwie haben die da das zurückerobert, wie es scheint. Das ist natürlich auch fies, dass halt eben Vader und so Palpatine so ultra langsam schweben, man die einfach easy abschießen kann. Ich hatte noch überlegt, mir die hier das Zusatzleben zu geben und dachte mir, okay, das mache ich dann auf der anderen Seite und habe aber dann im Flug richtig viel Leben verloren. So, umkämpft. Wer? So. Okay, jetzt aber mal hier... Ernsthaft, wir müssen das gewinnen. 7 umkämpft, wer chillt hier denn? Ich sehe auch gar nichts. Na gut, wir sichern, alles gut. Nice. Oh, ich bin sogar auf dem ersten Platz, hatte ich gar nicht mitbekommen. 83 Eliminierungen, 69 Kills, 3 Verluste und 59 Kills gehen auf Darth Vader. Ja, das war eine nette Runde, würde ich sagen. Hat dann endlich nochmal geklappt, auf Naboo eine nice Killstreak hinzubekommen. Ich hoffe, euch hat es auch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Natürlich auch ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.